Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last Campfire. Ja, zwei Sachen vorweg, wer sich wundert. Zum einen muss ich zwangsläufig mit OBS heute aufnehmen. Ich hoffe inständig, dass soweit alles funktioniert, weil ich habe ja sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit diesem Programm gemacht. Zum anderen, ja, sind wir jetzt hier, ich weiß gar nicht, wir machen mal das mit A, ja, da sind wir jetzt hier wieder auf dem Wasser. Und irgendwas passiert, Hilfe, Hilfe, weil er, also das Spiel den Stand irgendwie nicht so richtig angenommen hat. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist da drin. Okay, das müssen wir dann wegrollen. Ja, jetzt geht's am frühen Morgen mit ganz wenig Schlaf. Vorher geht's direkt los. Kann man das nicht rollen? Hallo? Ach so. Habe ich mich gerade erschrocken. So. Drehen kann man die nicht, ne? Obwohl ich könnte. Ja, ich kann die auch da reinschieben. Ha, ja, natürlich. Okay, die Frage ist nur, was kann ich dann genau machen? Wir können einmal hier rum. Da können wir hoch, da können wir was drehen. Was passiert denn, wenn wir was drehen? Sagen wir es mal so. Machen wir das runter. Ah! Ja, das ist doch perfekt. Dahinter ist nämlich direkt eine Truhe. The Wunderbar. Wanderer's Diary. No more lanthorn tunes. No more confrontation. Hazy faces put aside. None need face the end. Ja, dann drehen wir jetzt wieder zurück, weil ich denke mal, wir müssen dann natürlich da oben irgendwie hin. Hallo? Ach so, andersrum. Ja, ist ja okay. Nein, du sollst da rausgehen. Hallo. Geht doch. Ja. Dann, da oben ist noch eine Statue. Das Ding können wir wahrscheinlich drehen. Achso, das kommt dann nach da oben, nehme ich mal an. Setzen wir das mal direkt rein. Das ist jetzt zum Drehen. Sehr schön. Die nehmen wir auch schon direkt mal mit. Ich weiß nicht, wo die hinkommt, aber da müssen wir nicht mehr extra nach oben laufen. Hallo, Ember. Wo führt das jetzt genau hin? Müssen wir auf ihn zählen? Nee. Ach so, wir müssen das Ding nach links umdrehen, oder? Nehme ich mal an. Ja, dann ist es natürlich ein bisschen blöd, dass wir die jetzt so nah hier hingestellt haben. Hallo, du sollst das drehen, nicht nur dagegen laufen. So, okay. Frage ist, wie kommen wir da hinten hin? Aber wahrscheinlich kommen wir da erst hin, wenn wir das mit diesen Rätseln hier gemacht haben, denke ich mal. Kann man da durch? Achso, ich kann ja nicht springen. Aber wir können es anders machen. Aha, genau, klar. Wir können den hier drüber nach unten kriegen. Nicht nur wegen der Truhe. Machen. So. Ach so, da kann ich dann runtergehen. Ist denn da irgendwas, wo ich den reinmachen kann? Ich sehe das von hier aus ja nicht. Das ist jetzt die große Frage. Nein, du sollst einfach nur da drüber gehen. Du sollst nicht das Ding wieder zurücknehmen. Heute haben wir es aber auch irgendwie, ne? Die Ember sind nicht so freundlich heute. So. Ich hoffe, dass ihr auch alles hört, dass ihr den Ton in-game hört, dass ihr mich gut hört, dass die Qualität, die grafische Qualität einigermaßen in Ordnung ist. Oh, jetzt haben wir es rüberbekommen, aber es bringt uns nichts. Oder können wir das da reinmachen? Doch, okay. Sehr schön. Hallöchen. With tears, the stranger said, "You have reminded me, friend, the beacon."
Ja, genau, das Lagerfeuer, da musst du mit hinkommen. Ja, wunderbar. Dann haben wir den Teil hier schon mal gemacht und dann haben wir hinten auch Licht. Das heißt, da können wir dann mal gucken, ob wir da irgendwas Neues machen können. Also wovon ich mal ausgehe, dass wir da was Neues machen können. Da ist die Schlange. Okay. Da können wir. Doch, hier. Ich wollte gerade sagen, es wäre schön. Hallo? Nein. Nicht erst in eine Richtung, dann in die andere. Das ist natürlich blöd. Weil eigentlich müssten wir genau dahin. Frage ist, macht die Schlange das eventuell irgendwie noch kaputt? Dass wir dann erst die Schlange wegmachen müssen, zum Beispiel. Das könnte ja sein. Ach so, da hinten ist noch eins. Ach, das habe ich gar nicht gesehen. Ja, okay, dann nehmen wir das natürlich. Okay, dann nochmal zurück. Es wäre halt eben gut, wenn man alles direkt sehen würde. So. Dann sind wir hier vorne. Die Frage ist nur. Achso, da muss ich hin. Okay. Nein, andersrum. Es tut mir übrigens leid, dass meine Stimme heute so mega kratzig ist. The light acted as a beacon, drawing the snake away from the forlorn. Ember swallowed their fear, feeling tiny before the enormous serpent. The forlorn was released from the coil of the snake's body. Ja, Frage ist, können wir da direkt durch schwimmen, wollte ich gerade sagen, durchfahren? Ich glaube ja, ne? Ja, hier unten ist alles offen. Ja, perfekt. Okay, dann fahren wir mal mit unseren Walküken. Also sieht ja immer noch aus wie ein gelbes Huhn, obwohl wir ja den Wal ausgewählt haben. Fahren wir mal darüber. So, mal ein bisschen, mal ein bisschen. Ja. Okay. Können wir sonst, glaube ich, nichts machen. Ne? Ist nur er hier. Stranger looked at their hands tearfully. I had forgotten how warm it feels, just being. Ja, dann komm mit zum Lagerfeuer, da wird's noch wärmer. Können wir denn jetzt hier gar nichts mehr machen? Nö. Ich denke mal, unten können wir wahrscheinlich auch nicht entlangfahren. So, die Frage ist, was können wir denn dann überhaupt noch machen? Hier geht es noch weiter. Komm mal wieder raus, oder? Mit dem haben wir schon gesprochen. Ja, klar, mit dem haben wir schon gesprochen. Waren wir jetzt da? Oh, hier kann man gar nicht. Waren wir jetzt schon da, wo die Schlange rausgebrochen ist? Ich glaube ja, ne? Das hatten wir doch davor gemacht. Jetzt sehe ich gerade, jetzt ist hier oben ein Block. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob wir den jetzt auch auf der anderen Seite haben. Weil ich will ja versuchen, die 100% hinzukriegen. Und ich habe mal geguckt, wir sind noch 5 Errungenschaften, glaube ich, fehlen mir noch. Ne, hier fehlt noch ein Block. Hier in dem Gebiet muss irgendwo noch so eine Kiste fehlen. Die Frage ist dann nur, wo? Ach so, ja klar, die hier rechts oben. Aber wie kriege ich denn, wie komme ich denn da hoch? Wir können nicht über das Loch drüber. Ich guck noch mal. Aber da oben kann man ja so, glaube ich, nicht rüber. Steck doch mal aus hier.
Nee, da kann man so nicht drüber. Kann man das Ding heben? Nee. Upp. Das kann man nicht heben. Ach, nee, das ist nur, damit wir das machen können. Wir müssen doch irgendwie hier oben rankommen. Es sieht so aus, als ob die Treppe vielleicht sich noch nach unten begibt. Also begeben kann, also noch bewegen kann oder sowas. Also ich würde tatsächlich sagen, dass wir das drehen müssen. Dass wir das woanders hinkriegen müssen. Aber das können wir ja nicht schieben oder so. Deswegen. Aber das sieht halt so prädestiniert dafür aus, ne? Dass das nach da oben muss. Ich schau jetzt hier nochmal. Was ist denn, wenn wir das runter machen? Ist die Treppe denn hinten auch anders vielleicht? Ich glaub's ja nicht, aber. Ich meine, konnte man da hoch? Ah ja, klar, da waren wir ja auch oben. Ja, okay. Schauen wir jetzt hier nochmal. Hat sich natürlich nichts geändert. Naja, habe ich jetzt auch nicht so wirklich gedacht, aber hätte ja sein können. Da ist nur das da hinten. Das ist nur, um da hinten rechts hinzukommen. Ich fahre ja nochmal mit einem Bötchen durch. Wobei mit einem Boot, glaube ich, konnten wir da gar nichts machen. Da haben wir ja letzte Folge schon geguckt. Deswegen. Das ist jetzt wirklich was. Wie soll man da hochkommen? Da zeigt er mir an, die Kiste hier ist erledigt. Also es ist tatsächlich nur diese eine Kiste da hinten, die wir jetzt nicht haben. Achso, hier kommt man auch gar nicht weiter. Also wir können das unten nicht bewegen. Wir können die Rolle da können wir bewegen, aber das bringt uns natürlich nichts. Wir können theoretisch die Schlange, also hier was bewegen, aber hier ist ja nichts, was man machen kann, damit sich das nochmal dreht, ne? Die sind weg, da brauchen wir nicht mehr hin. Moment, hier könnten wir theoretisch nach links rüber gehen. Die Frage ist nur, bringt uns das irgendwas? Wenn ich das jetzt wegmache, geht die Schlange dann weg oder geht die nicht weg? Hier ist nichts, was ich so anvisieren könnte. Oh, die geht dann aber auch nicht mehr weg. Okay, das ist doof. Aber da ist aber auch scheinbar nichts, was wir jetzt irgendwie brauchen auf der Seite, ne? Es ist so blöd, dass man keine richtige Übersicht hat. Also hier kann man soweit auch nichts machen. Man kann nur hier reinfahren. Also entweder stehe ich jetzt hier völlig auf dem Schlauch. Ich würde halt gerne die Kiste mitnehmen. Das ist jetzt die letzte Kiste, die wir jetzt gesehen haben und wo man doch irgendwie drankommen muss. Da oben. Ja, das Ding kann ich nicht heben, ne? Das Ding kann ich nur. Kann ich nur rollen. Gehen wir nach da, aber das bringt uns nichts, oder? Nicht wirklich.
Ich meine, das ist eine schöne, schöne Verbindung, aber die bringt uns so überhaupt gar nichts. Tja, das wird dann tatsächlich meine erste Kiste sein, die ich wohl nicht hinkriegen werde. Das ist ja doof. Das ist wirklich doof. Also ich lasse die jetzt auch wirklich nur mit einem ganz, ganz miesen Gefühl zurück. Ich muss definitiv noch mal gucken, also wenn die zu den 100% gehört, wovon ich ausgehe, dass man die Kisten wohl auch alle haben muss, da muss ich auf jeden Fall noch mal zurückgehen und gucken, wie ich das hinkriege, die zu kriegen. Also es kann sein, dass ich das dann in der letzten Folge, letzten Folge, die ich machen kann, noch machen werde. Da kann man oben rein, aber das habe ich ja alles gemacht, ne? Kann ich jetzt hier weiter? Ja, ne? So. Wir müssten eigentlich durch das Tor. Wo ist denn das Lagerfeuer? War das hier oben? Mal eben gucken. Das ist, ja, genau, da ist das Lagerfeuer. Und das ist voll, okay. The ghost said, "You have done all you can, little one. Your journey lies ahead. Your journey is nearing its end, little one. You have cleared a path for others to follow. I will guide them after you have gone." Only the Forest King knows where the final campfire sleeps. Ask them your questions. Know that if you return here, you will always be welcome. Ich fände es ja super, wenn man so von Lagerfeuer zu Lagerfeuer reisen könnte. Also wenn man dann nicht wieder alles von vorne quasi machen müsste. Hallo, gehst du hier mal rum? Gut, das sieht so ein bisschen unheimlich aus, irgendwie, was wir jetzt machen müssen. Okay. Das mit der Truhe nervt mich wirklich, ne? Jetzt fahr. The taste of fresh air was welcoming as Ember left the caves behind. Ja, sehr schön. Geh aus dem Boot raus. The Forlorn was different. A gentle music filled Ember's thoughts. They sang. I was Ember. I was Bird. I was forlorn. None were my true self. I will not go back to flame nor feather. I will find another way. Ember understood and let them be. Okay. Something was wrong. Ember could feel it. It was quiet. All the birds had gone.
heißt, wo muss ich denn hin? Die sind aber noch da. There you are. You've done this. The king is gone. Gone. What did you do? Telling lies, being tricksy? We had no troubles till this one. The king is dead. Dead. They'll be coming for us now, all of them. Who looks after us now? What does we do? I'm not a real bird, just wearing bird clothes. They're not even a real bird. Who look after them now? Okay. Ich kann aber nicht... Moment. Nein. Obwohl, ist da hinten irgendwas? Moment. Wir gucken erstmal, ob da irgendwas ist. Vielleicht haben wir hier noch eine Truhe oder so. Ja, da steht auch eine Truhe angezeigt. Oh, was ist das? Aha. Bevor ich da jetzt aber reingehe, schaue ich hier vorne nochmal. Nee, hier ist keine Truhe. Chains and pulleys in the base of the chair. Didn't feel real. The forest king wasn't real. Nein! Armer kleiner Ember. Aber ich wollte doch noch wegen der Truhe gucken. Oh, das ist jetzt aber doof. Komme ich jetzt gar nicht mehr zurück? Das wäre jetzt richtig blöd. Broken boats were scattered on the water. Lagerfeuer. The ghost spoke. Brave little one. Few have made this journey. This is the last campfire. Your path ahead is clear. What you do now is yours to decide. Ja, ich möchte anderen helfen. This is the end of the path. You have helped all who can be helped. It is time to complete your own journey. Aber ich wollte doch gucken, wo die Truhe ist. Oh Mann. A boat lies waiting, but it belongs to another. Their path was not so straight as yours. Seek them out before you move on. Okay. In the clearing, Ember hoped to find answers. Behind the Forest King's puppetry was the wanderer in the red cloak. Ach, der mich beobachtet hat? The stranger spoke. Why didn't you stop? Why not stay safe in the nest I made? Don't you see? This is all there is, just the end. What hope can there be in that? The stranger had dropped their mask. Ember knew they spoke the truth. The path goes nowhere, but we sail on regardless, slipping beyond the horizon, one after the other.
I couldn't bear it. In the end, I destroyed the boats. What have I done? Slowly, the stranger withdrew. I wanted to be a lighthouse for others. How do you save others once your light has gone out? Die letzte Hoffnung. The wondrous thoughts had become twisted. Okay. Hiding every day behind a mask. Aber da komme ich doch nicht rüber. Ach so. Nee. Ich muss da. Ach so. Ach so. Ach so. So. Watching hopeful little ones arrive endlessly. Das kann ich aber. Doch, kann ich doch runterholen. Knowing the empty path that lay ahead. Das auch runterholen, das sieht so. Ah! Okay, ich dachte, das müsste ich jetzt irgendwie da rausziehen. Hallöchen, kleine Flamme. Inside that dim light was a hidden pain. So, theoretisch. They had watched those they care for turn forlorn. Sollte der Weg jetzt frei sein, ne? Wenn ich keinen Fehler gemacht habe hier. Na, geh da rüber. They had locked their hope away, tried to protect it. Ja. Okay. And Ember's actions had seemed a distorted mirror. The Wanderer searched for words. When I reached this place, I could see the truth. This is all that there is. There is nothing that comes after. How do you face that? I'm not ready. I turned back. Tried to stop the others. Built a little nest? What a mess that was. You hope, you try, you fail, and then nothing more. Es bedeutet was, wenn wir Hoffnung haben? Ja. I thought I was saving them, that they would lose hope if they knew. But without an end, they lost hope anyway. The Wanderer took a breath. I thought it would lead somewhere, mean something. Ember paused. So many places the path had taken them. So many others whose paths had crossed their own. After everything I've done, I don't deserve to move on. Only my boat remains. Take my oar. Finish your journey. Leave this place. Ember knew the end lay ahead. Were they any more ready than the Wanderer? Thank you.
Nein, warum lassen wir die jetzt alle zurück? Jetzt sind wir wieder im Dunkeln. Aber immerhin sind wir jetzt nicht mehr alleine. Fische. Ich warte ja immer noch darauf, dass die Schlange wieder rauskommt. Ah. Schön. Das ist jetzt wieder die gleiche Stelle, womit alles angefangen hat, glaube ich. Haben sie alle gerettet. There is a place where the lost embers go as their light begins to fade. Ja, das war The Last Campfire. Ich bin gerade noch so ein bisschen hin und weg, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich fand dieses Spiel unheimlich, unheimlich süß. Ich fand es ein tolles Rätselspiel, was mich ein bisschen gewurmt hat, dass ich überhaupt nicht rausbekommen habe, wie ich an diese eine blöde Truhe rankomme. Weil alle anderen, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir nämlich soweit eingesammelt. Ja, aber es war wirklich ein super, super Spiel. Es hat jetzt nicht ganz so lange gedauert. Also wir haben vielleicht, ich weiß nicht, 10 Folgen oder so aufgenommen. Müsste ich jetzt gucken. Ich habe noch nicht alle anderen umgewandelt. Aber ich fand es wirklich ein richtig, richtig tolles Spiel. Wirklich 2 Daumen hoch für die Entwickler, definitiv. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Es war zwar teilweise so ein bisschen tricky, dass ich gedacht habe, oh, was ist denn das jetzt für ein Rätsel? Aber es ist trotzdem alles noch in guten Bahnen gewesen. Und die Rätsel waren nicht zu schwer, fand ich. Gut, das mit dem Rätsel, mit dem Drüberhüpfen, mit, was war das, Schildkröte und noch irgendwas. Da hätte ich dann auch eigentlich dran denken müssen, dass das am Tor gehangen hat. Das habe ich dann nur durch Zufall ja mitbekommen, wo ich dann aus Versehen immer rausgegangen bin. Obwohl ich vorne nur nach einer Kiste gesucht hatte, beziehungsweise nach einem anderen Weg. Aber ansonsten... Ich meine, wir haben alles gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich die 100% sogar schon erreicht habe. Wahrscheinlich habe ich sie nicht erreicht, weil ich die eine Truhe jetzt nicht bekommen habe. Das wäre jetzt natürlich richtig blöd. Aber naja, was soll man sagen? Wirklich ein absolut klasse Spiel, was, wie ich finde, seinesgleichen sucht. Eine schöne Grafik dazu, alles niedlich gemacht. Eine Top-Vorleserin, muss ich sagen. Leider nur auf Englisch, aber sprachlich auf jeden Fall oder vom Ton her, sage ich mal, auf jeden Fall sehr, sehr nice gewesen. Und ja, was soll ich da noch lange zu sagen? Mir hat das Spiel mega gefallen. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, nochmal was in der Art zu erleben oder vielleicht einen zweiten Teil, wobei die Geschichte ist ja eigentlich abgeschlossen. Aber sowas in der Art vielleicht nochmal zu erleben von den gleichen Machern oder so, das wäre richtig, richtig klasse. Würde ich auch sofort wiederholen und auch sofort wieder für euch aufnehmen. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Schreibt doch in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.